Mein Name ist Lucia Wickert, ich bin von der Feuerwehr Großdorf, ich bin Fachberater Rhein-Sieg. Und hier in dem AGUA ist bei einer Mischanlage, die eine Chemikalie herstellt zum Filter reinigen, ist eine Undichtigkeit vorgekommen und da ist etwas Chlordioxid ausgetreten. Das hat einen Alarm ausgelöst. Da ist regelgerecht sind da Alarmgeber und ja, jetzt wird das abgedichtet und dann wird das von der Fachfirma geprüft. Das heißt, was waren jetzt hier die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort? Die Maßnahmen waren erstmal zu eruieren, was da los ist, bis wir das Problem gefunden haben. Messungen sind vorgenommen worden. Ja, wir haben uns über die Stoffe schlau gemacht, wie gefährlich oder ungefährlich das ist, um zu wissen, was wir als zweite Schutzmaßnahmen haben müssen. Und ansonsten wird jetzt abgedichtet. Also Personen waren jetzt zu der Uhrzeit schon keine? Nein, keine. Und jetzt ist ja der Messdruck alt, also spricht auch ein Auge für den Filter mit Unterstützung auch hier. Ja, das ist ein Mess 1, was ausgelöst wird. Das ist ein Stichwort, was im Ansichtkreis hinterlegt ist.